Was hab ich noch? Was war das? Ach, das ist die Super. Das Superschrotgewehr, das war's, genau. Natürlich. Das Superschrotgewehr, das war nämlich genau die Sache, wo ich gesagt habe, ich dachte, der fliegt zu weit weg beim letzten Mal. Das ist wirklich ein tolles Ding. Piu! Ja, der geht down, der erste Geschütz ist weg. Was ist er denn für ein Typ überhaupt? Ach, der Scout, der kann mich mal mit dem Scout lecken, echt. Das heißt, da könnte ich schön mit meinem Scharfschützen nämlich schon mal den anderen Kollegen behaken. Ja, natürlich trifft er. So, klar. So, der dürfte jetzt nämlich dran sein, richtig? Wie sieht's bei dir aus? 83. Ist erstmal noch ein passabler Wert. Ah, es ist ein Schütze in Ordnung. Ich möchte nur mal versuchen, so ein bisschen aus der... Nein, die fucking Minen! Ich hab's doch vergessen! Oh, ich bin so dumm. Ich bin so dumm. Ja, ja, das war klar. Es nimmt aber wieder einen anderen Schuss. Ich weiß nicht genau, was die ganzen Schüsse machen, bringen, tun. Jetzt hebt's auf der Omme. Hauptsache mich nicht treffen, das finde ich immer sehr wichtig. So, jetzt weiß ich gar nicht, zu wem ich eigentlich hin wollte. Doch, eigentlich hierhin ziemlich genau, ne? So. Ah, ist das schön. Ist das schön. Aber ich will eigentlich gar nicht. Also ich will schon, aber ich weiß nicht, ob ich das Ding damit in die Luft... Wir versuchen es einfach mal. Ich weiß noch nicht genau, was gleich passieren wird. Vielleicht werde ich es bereuen. Ist, so, ist genau so zu tun. Aber ich denke, das Ding hat guten Explosionsradius. Das heißt, ich hoffe mal, das Geschütz ist gleich auch Geschichte. Es lohnt auf jeden Fall, dahin zu gehen. Dem Wagemutigen erwartet, schieß mich tot. Piotr! Mit dem Schutzen. Ich sehe auf jeden Fall den Orden auch als gelben Punkt. Okay, es ist nicht so schlimm. Da, du böser Feind! Alter, der hat aber auch echt eine Trefferquote, ne? Melde mich zur Stelle. So, wie sieht's mit euch allen aus? Ihr seid alle jetzt so ein bisschen verletzt, denke ich mal, ne? Emotional wahrscheinlich vornehmlich. Ansonsten. Gibt's hier jetzt noch. Erstmal gibt's hier noch Minen, ich hoffe nicht. Weil die Schützen würde ich gerne loswerden. Die sind nervig. Die können gut was abziehen. Bei den Spionen rechne ich immer nur so mit 20 Schüssen pro Dings. Das ist nicht so schlimm. Aber die Schützen, die sind. Nee. Mag ich nicht. So, so. Das ist ja echt nicht weit. Unverzüglich. Pjungs. Und ja, ich treffe ihn auf jeden Fall. Bisschen. Ich habe nicht getroffen. Oder mit einem zumindest. Scheiße. Dann kommt gleich der nächste Sunny dran. Ja, versteck dich einfach. Das macht eh keinen Sinn. Soweit kommt das Gewehr nicht. Danke, danke. Ja, nee, ist klar. Bist du nett zu mir? Du weißt genau, was ich will. Ja, die Frage aller Fragen ist, vielleicht kommt der andere Assi dran, genau. Ich heile dich einfach mal. Weil allzu große Gefahren habe ich jetzt nicht mehr zu befürchten. Das sind jetzt erstmal wirklich nur Schützen. Die haben zwar auch einen Mörser. Das weiß ich. Bazooka! Wo ist denn der Alexei überhaupt? Jawohl. So, jetzt würde ich gerne einfach an jemanden mal rankommen. Ganz einfach. Ich weiß noch nicht, wo die Leute sind. Scheiße. Einer ist da. Wo hängt die denn überhaupt rum? Ach, da oben. Guck mal einer an. Ach, guck mal. Das war nämlich ein bisschen zu sehr, glaube ich. So, machen wir mal. Vielleicht einfach mal so in der Form vielleicht. Pjums! Oh Gott. Auch viel zu früh. Aber immerhin hat der nochmal getroffen. Ha! Und der ist jetzt unten, der Sack. Das heißt, er nimmt jetzt seine Pistole. Ich wollte gerade sagen, der müsste eigentlich auch jetzt dran sein. Dreh dich rum und knall mich ab.
tue nur meine Arbeit. So, jetzt ist der Sunny oben dran. Nein, die Spion ist dran. Ach so. Ja, nö, den einen lasse ich dann noch im Leben auf jeden Fall. Bin ich blöd. Ich frage mich nur jetzt gerade, wie ich an den rankomme am besten. Ist er eben zur anderen Seite runtergefallen oder? Ich verstehe das nicht so ganz. Ach, da unten ist er. Hallöchen. Na, alles fit im Schritt? Scharfschützengewehr, ganz gediegen. Headshot. Nein, der trifft nicht. Vielleicht. Ah, doch, der trifft. Puh. Das war Glück. So, wer ist jetzt dran? Der Schütze oder? Ich hoffe nicht, dass da gleich noch irgendwelche Verstärkungen vom Himmel fallen oder so. Das wäre uncool. Wagemutigen erwartet eine Belohnung. Pupst du nicht normalerweise noch vorher? Was tust du dahin, sag mal. Ach so, ich hab dich dahin gebracht, genau. Was mache ich mit dir? Entschuldigung. Ich will da rein, wirklich. Ich weiß nicht, wie ich das aufkriege. Huh. Ich bringe erstmal die Leute um. Die Leute wollen los. Ich versuch's besser gesagt. Ja, vielleicht kriege ich das hin. Ich muss ja erstmal nur rollen. Ja, hat ausgereicht. Dann ihr Down! Gut so. Den Rest schaffst du auch noch. Das sagst du so einfach. Wie komme ich an die Kiste dran? Verflucht nochmal. Hätte ich vielleicht mich in so ein Geschütz vergraben sollen. Was hast du vor? Lasst uns drüber reden. Ja gut, haben wir auf jeden Fall ein bisschen wehgetan. Ganz wie Sie wünschen. Gut, okay. So, ich bewege alle da oben hin. Ich will die Kiste aufkriegen. Wir müssen die Kiste aufkriegen. So, aber den bringe ich schon mal um. Ich glaube, die Kiste nimmt auch gar keinen Schaden, weil eigentlich hätte ich jetzt vermutet, die hätte eigentlich auf jeden Fall kaputt gehen müssen, spätestens. Bei dem HX-TNT. Weiter so! Die Schwächlinge können. Aber kann ich. Kann ich einfach so in andere Sachen rein? Also, wenn da jemand anders schon drin ist? Ah, guck mal, es nimmt den anderen Weg vielleicht. Nee, macht er nicht. Hm. Ah, da hat er gepupst. Sehr schön. Ja, jetzt will mich hier mein Chef sagen. Ich höre immer, wenn die PlayStation lädt und aber das Sprachsample nicht geladen wird so richtig. Keine Ahnung, ey. Ja gut, ich kann ja das Feldlazarett könnte ich gleich mal in die Luft jagen, aber... Pff, weiß ich nicht. Bringt mir wahrscheinlich auch nicht weiter, ne? Ach, okay. Das ist jetzt deine Aufgabe. Du machst das Feldlazarett kaputt. Weil ich ist ja mutig, weil dann kann ich mich ja nicht mehr heilen, ne? Jo, da mal verlockt zur Sache, ne? Pfui! Okay. Komm, mach irgendwas. Oh! Oh, der möchte wieder. Ja gut, den will ich gleich ja sowieso los. Deswegen ist das nicht so schlimm. Das könnte ein historisches. Ja. Komm, bleib geschmeidig. Wie bekomme ich die Kiste auf? Ey, ohne Scheiß, ansonsten, ne, bevor ich die Mission beenden würde, würde ich gleich erst wirklich nachgucken. Weil ich will die Punkte haben. Ich habe extra die Geschütze zerstört. Da steht, ja, gute Idee, aber du brauchst die Geschütze dafür. Ach, Mann. Ich würde mir gerne das Missionsbrief nochmal durchlesen. Ich will mal exakt schauen, was da steht. Also, wie für irgendwas von wegen mutig, dann kommst du da auch ran. Hieß für mich, Alter, stell dich den Dingern direkt vors Gesicht, ne, und dann bist du quasi da. Ansonsten muss ich da gleich noch ein bisschen mit Sprengstoffen arbeiten. Da habe ich ja den richtigen Mann hier gerade schon an der Hand. Boing. Ach, egal. Scheiß drauf. Nicht schlimm, nicht schlimm.
du kannst ja eh nichts machen. Komm. Oder du fällst runter, holst das Dynamit. Ach so, nee, guck mal, es kommt ja eigentlich bei dem. Ja, ich wollte gerade sagen, der könnte sogar auf die andere Seite dann noch kommen. Mach Tarnung, komm. Danke. Jetzt hat er auch wieder nicht gepupst. Wenn du diese Schlacht gewinnst, erwartet dich eine Konfetti-Parade. Ja, danke schön. Wo muss ich hin? Warte. hier. Da lang, genau. Da ist Salam. Der hat auch nochmal Dynamit, ne? Genau. Ach, Mann, ey. Ich habe aber die Befürchtung, dass ich wirklich das Geschütz gebraucht hätte und dann einmal mit dem Geschütz volles Fund hätte gegenpfeffern müssen. Vielleicht muss ich auch nur alle meine Schweine nach oben bringen, dann öffnet sich die Kiste. Weil ich so mutig bin. Ne? Eine historische Schlacht habe ich geschlagen. Dann ist das Ding jetzt auch einfach schon offen. Ich weiß es wirklich nicht. Ich meine nie. So. Hallöchen. Gib mir das her. Komm, ich bin so weit weg, ich versuch's doch gar nicht erst, bitte. Das ist doch eine Farce. Genau. Du könntest wenigstens versuchen, die Orden zu kriegen. Ja, ich bin doch schon dabei, du Affe. Aber ich weiß nicht, was ich tun soll. Blöd. Keine Ahnung, ich schieße einfach mal dagegen. Ja, hat super funktioniert. Super, echt. Ja, ich glaube, der könnte auch ein bisschen nah dran sein, wenn ich jetzt nicht so mit Dynamit an die Sache ran will. Wie komme ich da dran? Mann. Gut, der hat natürlich auch so mal so gar keine Explosionswaffen, ne? Auch eine clevere Idee. Das ist doch echt. Das heißt, alle brauchen dann auf jeden Fall gleich erstmal einen Sicherheitsabstand. Oder von oben? Nee, ich meine, ich hab den mit dem Mörser getroffen. Das TNT hat nichts gebracht. Wahrscheinlich hätte ich wirklich ins Geschütz gemusst. Das wäre für mich echt ein Grund, die Mission nochmal neu zu machen. Auch wenn es nur ein Beförderungspunkt ist, aber das lässt mir keine Ruhe. Das lässt mir keine Ruhe. Die Mission selbst ist eigentlich super angenehm. Kann man ja nicht anders sagen. Ich wollte eigentlich ein bisschen noch mehr Abstand nehmen, aber hat nicht so ganz funktioniert. Ach komm. Oder ich muss vielleicht erst den Scout kaputt machen, keine Ahnung. Aber es macht dann keinen Sinn mit der Beschreibung. Vielleicht ist es auch wirklich das Feldlazarett. Schauen wir mal. Ey, jetzt hab ich aber den Rüssel voll, hör mal. Hui. Bums. Gab es sonst irgendwas, was ich zerstören konnte? Also das wird ja meistens durch irgendwas getriggert. So, okay. Ich werde es dann jetzt zuallererst mal mit meiner Super-Shotgun versuchen. Aber nur aufgrund der Tatsache, weil der Rest der Leute, ja, noch nicht wirklich genug Entfernung hat, dass ich da jetzt mit fetten Sprengsatz-Sachen ran kann. Ihmchen hier zum Beispiel, oder eigentlich beide. Es kann sogar sein, dass ich auf die Entfernung, den Spion noch ein bisschen mit erwischen werde. Stehe bereit, Herr General! Nee. Das Geile bei der Superschockland ist, der fliegt halt weg, ne? Wie nichts Gutes. Ach, ich habe keine Idee, sonst echt nicht. Das passt mir jetzt gar nicht. So, wie sieht's denn mit Dynamit aus? Ach, da ist auch noch einer. Das ist doch alles Scheiße. Das dreht sich aber auch so schön, ne? Mann, ey. Das ist doch unglaublich. Ich weiß nicht, ob das irgendwas damit zu tun hat, dass da so ein Gelumpe hier drauf ist. Entschuldigung. Vielleicht reicht doch auf jeden Fall eine ganz normale Rakete. Keine Ahnung. Höchstwahrscheinlich werde ich mich dann beim nächsten Mal auch ein bisschen runterballern.